Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video und ich habe mir diesmal das Thema Lecksuche ausgesucht. Wir haben ja schon einige Sachen darüber gesprochen und noch einige Sachen darüber geredet. Und ich habe gesagt, ich möchte ja euch Schritt für Schritt Werkzeug vorstellen, mit wem, vor allem mit das, was wir arbeiten. Ja, es ist Sonntag. Ich darf das, Leute. Ja. Und ich habe jetzt hier mal zwei Lecksuchgeräte vorbereitet, mit denen ich standardmäßig unterwegs bin. Es sind keine High-End-Geräte, sind Standard, die auch relativ viele meiner Kollegen oder was ich so sehe, auch im Auto haben. Und von dem aus gesehen habe ich jetzt auch die als ausgewählt. Wir haben unterschiedlichste Formen von Lecksuchgeräten, wir haben unterschiedliche Marken. Wir probieren auch viele No-Name-Produkte ja aus, wie die funktionieren, wie die reagieren. Mit den zweien, muss ich sagen, fahre ich eigentlich sehr, sehr gut. Also wenn ich jetzt Leck suche, ohne dass ich jetzt Stickstoff, Wasserstoff oder sonst was nicht verwende, finde ich durchschnittlich, sage ich mal, 95% aller Undichtheiten und ungefähr 5% brauche ich dann Stickstoff, Wasserstoff dazu. Ja. Aber ich komme mit dieser Garnitur eigentlich sehr, sehr gut aus. Und ja, gehen wir mal los. Der Klassiker, der ZX1A. Ich glaube, den kennen die meisten. Ja, also den sehe ich sowohl bei den deutschen Kollegen als auch bei uns Österreichern eigentlich am häufigsten vertreten, preislich vollkommen human. Ich meine, kein Lecksuchgerät ist human mit dem Preis. Viele Leute sagen, sie brauchen das Lecksuchgerät grundlegend gar nicht, weil die zeigen eh nur Blödsinn an und deswegen kaufen sie sich jetzt gar keins. Und ja, ich will das ein bisschen demitieren. Blödsinn zeigt nur dann wirklich an, wenn man damit nicht umgehen kann. Ja, oder wenn man nicht weiß, worauf man darauf achten soll. Zweites habe ich das Infinicon, das TTEC Mate. Das ist, glaube ich, der Nachfolger von D-Tec oder sowas in der Richtung, wurde mir erklärt. Habe ich mir zugelegt, ist auch in der günstigen Preisschiene drinnen und funktioniert eigentlich auch sehr gut. Und es hat beides seine Vor- und seine Nachteile. Bei der Auswahl meines Lecksuchgerätes ist einmal grundlegend das Allerwichtigste, mit welchen Kältemitteln arbeite ich. Beide, so die hier jetzt da sind, sind nicht für brennbare Stoffe geeignet, wirklich gut und auch nicht für irgendwie Ammoniak oder sonst was in Richtung. Also dafür empfehle ich wirklich jeden, ein separates Lecksuchgerät zu kaufen. Was ich auch sagen möchte, viele Hersteller bieten an, ja, wir können brennbare und F-Gase und das und wir können das. Ja, kann man nehmen, aber ich bin dann noch eher der Freund, dass ich gerade für die speziellen Kältemittel, wie gesagt, wirklich separat für das eins nehme. Ich habe zum Beispiel für Stickstoff-Wasserstoff ein eigenes Lecksuchgerät, das rein nur auf den Stickstoff-Wasserstoff reagiert und das funktioniert wirklich Bombe und das funktioniert klasse. Da finde ich eine Leckrate von bis zu 1 Gramm pro Jahr, also wirklich jedes Leck. Und kommt immer darauf an, wie heikel eure Anlage ist, wie genau ihr das quasi abprüfen müsst, für die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten, wie zum Beispiel jetzt die F-Gas-Verordnung, ja, reichen im Prinzip Universalgeräte, die mehrere Sachen können, vollkommen aus. Wenn ihr wirklich ein heikles Leck sucht auf irgendeiner Propananlage oder auf irgendeiner Ethananlage, dann würde ich auch zurückgreifen auf ein Lecksuchgerät, was wirklich auch dafür geeignet ist. Viele Lecksuchgeräte übrigens sind gar nicht für brennbare geeignet, das möchte ich auch noch dazu sagen, also bitte auch in der Bedienungsanleitung nachlesen, weil es gibt Lecksuchgeräte oder einige haben Pumpen, manche haben keine Pumpen und die Pumpen sind dann natürlich dann nicht exgeschützt aus so einer Richtung, es könnte zum Funkenflug kommen und es könnte brennen. Unwahrscheinlich, aber es könnte passieren. Gut, das mal zur Auswahl zum Lecksuchgerät. Grundlegend. Das nächste, was ist, ich verwende jetzt auch die Lecksuchgeräte einmal für die gesetzliche Überprüfung und einmal zur Lecksuche. Wir nennen sie so Lecksuchgeräte, aber wir verwenden sie halt anderswertig auch noch. Und da fängt sich bei mir schon ein bisschen die Auswahl an, warum ich zum Beispiel zwei habe. Es sind Geräte dabei, die reagieren sehr schnell. Da komme ich nur in die Nähe eines Lecks und es reagiert sehr schnell. Und der Unterschied, es gibt andere Geräte wiederum, die sehr träge, dafür ziemlich schnell punktgenau. Ja, das heißt, ich muss nicht tausendmal nachkalibrieren, ich komme relativ schnell auf den Punkt, brauche aber Zeit dazu. Das heißt, das, was ich punktgenau verwenden kann, wo ich Zeit brauche, nehme ich eher zur Lecksuche. Und das, was eher schneller reagiert, das über den Leck da ist, nehme ich quasi zur Überprüfung her. Es bringt mir nicht zur Überprüfung, ein Lecksuchgerät zu nehmen, wo ich wirklich über jede Stelle Schritt für Schritt irgendwie ganz langsam drum muss, bis es überhaupt reagiert. Sondern nehme ich eher ein flotteres. Ja,
das ist immer so immer die Wahl, warum ich auch zum Beispiel immer sage, ich habe zwei Lex-Suchgeräte meistens oder bis zu drei im Auto drinnen. Ja, was ist noch ganz wichtig? Zu jedem Lex-Suchgerät, ganz, ganz wichtig. Ich habe jetzt hier, ich mache jetzt keine Werbung, aber ich habe es halt einfach, hier ein Fläschchen, eine sogenannte Prüfflasche. Ja, die darf nicht fehlen. Die Prüfflaschen haben auch ein Ablaufdatum. Ich gucke mal hier. März 2022, ja, läuft dieses Prüfflaschen ab. Auf das bitte achten, ein leeres Prüfflaschen bringt euch rein gar nichts. Ja. Und vor jeder Lecksuche oder vor jeder Überprüfung und danach checkt man sein Lecksuchgerät einfach mal durch, ja, dann weiß man auch, dass es funktioniert. Und da fangen wir beim ersten Punkt an, warum die meisten Leute einfach jedes Mal sagen, mein Lecksuchgerät ist ein Scheiß, es zeigt gar nichts an und ich finde jeden liegen Blödsinn und weiß Gott was alles. Das liegt daran, prüft das einmal und glaubt mir, die Kältemittelflasche aufmachen und hinzuhalten, ist keine Prüfung. Ihr müsst ja garantieren, dass ihr die gesetzlichen Bestimmungen zum Beispiel einhält, wie zum Beispiel eine Leckrate von 5 Gramm pro Jahr. Das heißt, ihr wählt mal euer Lecksuchgerät, die meisten können 3 Gramm pro Jahr oder 2 Gramm pro Jahr, aber ihr wählt euer Lecksuchgerät einmal aus, dass es mindestens 5 Gramm pro Jahr detektieren kann. So, jetzt müsst ihr aber auch prüfen, ob es das auch schafft. Woher wollt ihr das wissen? Wenn der Filter ein bisschen verschmutzt ist, wenn der Sensoranhänger hat, ja, an der Kältemittelflasche, können Sie das rein gar nicht machen. Ja. Und somit ist das Um und Auf. Wie funktioniert das Ganze? Ich zeige euch jetzt mal kurz am ZX1A her. Ich halte übrigens den Lautsprecher nur zu, weil sonst wird das unnötig laut jetzt. Ja. Dieses Brummen, was ihr jetzt hier hört, ist im Prinzip die Pumpe, die da drin läuft. Das ganze Ding läuft warm. Und ganz wichtig jetzt bei der Lecksuche, ich gehe jetzt mal an eine Position hin, wo ich mir sicher bin, dass ich kein Leck habe und dort kalibriere ich ihn das allererste Mal. So, er ist ready, er piepst fröhlich vor sich hin. Man hätte hier auch nochmal eine Anzeige, die man jetzt natürlich hier bei diesem wunderschönen Wetter nicht so gut sieht. Ja. Dann nimmt man seine Prüfflasche, fährt einfach vor sich hin. Yes, sir. Man geht weg, es muss sich normalisieren wieder, alles gut, Lecksuchgerät funktioniert, einfach perfekt. Ja? Und somit kann ich jetzt mit dem Gerät ganz normal arbeiten. Wie man es anhand dieser Pumpe merkt, ist das eins, was eher flotter reagiert und nicht so punktgenau. Das merkt man auch sehr stark, wenn man hier an die Spitze schaut, merkt man das sehr stark, dass wir hier Öffnungen haben. Das heißt, er saugt nicht nur von vorne an, sondern er nimmt auch von der Seite quasi die Ströme mit auf. Ja, und somit ist er natürlich oberflächlich schneller beim Reagieren, als wie mein anderer Schnüffler, der eher punktgenau geht. Was ich zum ZX1A noch sagen möchte, ich finde eigentlich, wie gesagt, fast wirklich jedes Leck nur mit diesem hier. Manko, jeder kennt es. Der dieses Gerät auch hat, ist leider, wirklich leider, der Akku. Ich meine, es kann sein, dass es mittlerweile ein neues Modell gibt. Ich habe jetzt echt noch nicht nachgesehen, ja, wo sie das Problem gefixt haben. Man ladet den Akku voll auf, man legt das Gerät ins Auto, man braucht das 3 Tage später wieder, Akku ist leer. Ist eine sehr, sehr nervige Geschichte. Ich mag es eigentlich eher mittlerweile wirklich Batteriebetriebene zu nehmen, weil dann kaufe ich mir irgendwo auf die schnelle Batterien oder habe Ersatzbatterien einstecken. Und alles ist gut. Was ist wichtig zu beachten aus Servicezwecken von dem Ding? Wenn man den Schlauch hier runterschraubt, und das ist das, was viele Leute halt vergessen, ja, hier ist quasi euer Sensor drinnen. Ja. Das ist der Sensor und dieser Sensor geht defekt und dieser Sensor gehört in regelmäßigen Abständen getauscht. Ich glaube, ich habe hier noch einen alten Rumkugeln. Oh. Das sind diese Dinger hier, die werden da reingesteckt und die werden kaputt. Das heißt, wenn euer Lecksuchgerät zum Beispiel jetzt den Test nicht besteht mit der Prüfflasche, dann tauscht einfach mal den Sensor aus. Und bei dem hier gibt es separat noch eingebaut einen sogenannten Filter. Das heißt, wenn ihr lange Lecksuchen macht, ja, dann gehört natürlich auch dieser Filter hier getauscht, weil wenn der mal mit Öl oder mit Schmutz oder mit Kältemittel angesättigt ist,
der schützt eigentlich den Sensor. Deswegen halten eigentlich bei dem ZX1A die Sensoren sehr, sehr lange, muss ich sagen. Ja, weil die diesen relativ guten Filter drin haben. Aber dafür gehört der Filter in regelmäßigen Abständen getauscht. Ja, und auch das kann passieren, wenn euch das Lecksuchgerät permanent aufschreit und aufschreit und aufschreit und ihr habt gar kein Leck. Macht das mal sauber, tauscht die Filter aus und ganz wichtig, lasst ihr euch in euren Koffer auch drinnen. Das heißt, bedeutet, wenn ihr euch das Lecksuchgerät kauft, zum Beispiel jetzt da, dann kauft euch gleich eine Garnitur von den Ersatzköpfen und von den Filtern einfach mit. Ja? Eine Prüfflasche mit und ihr seid zufrieden und glaubt mir, ihr findet wirklich jedes Leck. Ja? Gleich aufgebaut, der TechMate. Wie heißt der TechMate? Ich habe mir den Namen nie angeschaut. Ich habe mir den einfach nur, mir wurde gesagt, dass der recht gut ist. Hat einen Riesenmanko und das werdet ihr jetzt gleich mitkriegen. Ich finde den Lautsprecher nicht, den ich zuhalten kann. Das ist das Erste. Und ich schaffe es nicht. Und falls irgendjemand dieses Video sieht und dasselbe Lecksuchgerät hat, der erklärt mir bitte, wie ich das hier jetzt wegbekomme, wenn ich ihn einschalte. Ich kann nur vorne irgendwie brutal zuhalten, ja, aber der piepst sich da eins weg. Ja. Ich kriege das einfach, dieses Geräusch nicht weg. Urnervig. Wie gesagt, falls jemand dieses Lecksuchgerät hat, ich kriege einen Tinnitus. Echt, das ist apokalyptisch in meinen Augen. Ja. Es hört nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Yay! So, also hier haben wir zwar auch eine Pumpe drinnen bei dem Gerät, das spürt man sogar richtig da oben vibrieren. Wie gesagt, ist von der Preisklasse her jetzt in der Low-Budget-Variante, aber er hat hier nur einen Punkt und keine Öffnungen. Ja, das heißt, er reagiert nicht so schnell. Es gibt, wie gesagt, auch noch Geräte, die haben gar keine Pumpe drinnen, die brauchen noch länger, sind dafür noch exakter und noch feiner. Ja, jetzt gucken wir mal, ob das überhaupt funktioniert. Ich habe es schon lange nicht mehr verwendet. Also auch das funktioniert es und das gehört, wie gesagt, regelmäßig gemacht. Was ich jetzt beim ZX1A nicht dazu gesagt habe, was ganz, ganz wichtig ist bei der Lecksuchgeräteauswahl, ist eine Möglichkeit, es umzustellen von der Sensibilität. Wenn Sie jetzt zum Beispiel, geht es raus, ihr kalibriert es draußen, dann geht es rein, dann schreit das Ding auf. Ja? Und dann müsst ihr im Prinzip euch Schritt für Schritt ja zu der Leckage hin tasten, indem sie das Gerät permanent neu kalibriert oder gegebenenfalls auch sehr häufig einfach mit einer höheren Stufe arbeitet. Das bedeutet, dass wir keine Leckrate von 5 Gramm oder 3 Gramm oder 2 Gramm arbeiten, sondern mit einer Leckrate vielleicht von 10 oder 12 Gramm. Umso mehr Stufen ihr habt zum Einstellen, umso besser finde ich das eigentlich. Ja? Also wenn ich ein bisschen mehr variieren kann, ist es meiner Meinung nach wesentlich vernünftiger. Hier bei dem habe ich halt nur 2 Stufen, aber wie gesagt, ist eher untere Preiskategorie von den Lecksuchgeräten. Beim ZX1A habe ich jetzt eigentlich auch nur Low oder High. Dafür habe ich halt wirklich einen coolen Reset-Button, wo ich permanent leicht nachkalibrieren kann, was natürlich das Arbeiten erleichtert. Ich habe zum Beispiel jetzt auch noch einer von der Firma Testo zum Beispiel. Der hat wesentlich mehr Stufen, die ich kalibrieren kann. Ist aber auch, Stand meines Wissens, von der Preiskategorie weiter höher. Das ist jetzt im Prinzip mal auch hier beim Sensor, der ist halt hier oben eingebaut. Der ist relativ easy zum Tauschen, ist einfach da oben drinnen und gut ist. Einfach nur eine Plastikkappe, die man abziehen muss. Und hier oben ist ein Filter, den nimmt man mit einer Pinzette raus und steckt einen neuen rein. Da finde ich die Version mit dem geschraubten Filter meiner Meinung nach wesentlich besser. Dafür kann man sich aber hier im Prinzip die Filter irgendwo in 10er-Packungen kaufen und kann die wesentlich öfters im Prinzip tauschen. Ja, zum Lecksuchen selber noch ganz, ganz wichtig, saubere Hände zu haben, schauen, dass kein Wind irgendwo hinblast. Das heißt, man kann sich eine Windabschottung machen. Ich empfehle da eher ein gebogenes Metall zu nehmen und nicht gerade die Hand, weil wenn ihr Lecksuchen macht, habt ihr meistens immer einen Manometer angeschlossen. Ihr habt mit Kältemittel vielleicht hantiert, weil ihr was aufgefüllt habt und nachher Lecksucht. Das heißt, eure Hände sind meistens irgendwie mit Kältemittel getränkt oder sonst was in der Richtung. Und wenn ihr natürlich jetzt die Windabschottung mit der Hand macht und ihr geht dazu,
dann fängt das Ding an zum Heulen. Hat schon mal jemanden, der gemeint hat, alle Böllern sind undicht. Das war eine Riesendiskussion. Dann habe ich ihn beim Lecksuchen mal zugesehen und er hat wirklich komplett ölige Hände gehabt und geht zum jeden Bördel so dazu. Natürlich ist dann jedes Bördel undicht. Ja? Also alles schon erlebt. Ich will nicht sagen, dass mir das passiert ist. Nein, es ist Gott sei Dank nicht mir passiert. Das möchte ich jetzt dazu sagen. Aber passiert halt. Gibt es gebogenes Metall oder ein Blatt Papier, ein Karton, irgendwas, was sauber ist. Oder natürlich, ihr nehmt euch Einweghandschuhe, wascht euch vorher vernünftig die Hände und macht die Stellen natürlich vorher sauber. Wenn das alte Öl da rumklebt, wenn das Ganze nass ist und ihr fahrt natürlich mit dem Lecksuchgerät ins Wasser hinein, dann schreien die auf, dann hängen die sich kurzfristig auf, dann braucht ihr wieder 3, 4, 5 Minuten, bis ihr absuchen könnt. Nehmt einfach mal einen Lappen oder ein Tuch, tut es einfach mal sauber machen und dann erst die Lecksuche machen, dann tut es euch selbst eine Freude, ihr ärgert euch dann einfach nicht so herum. Ja. Wie gesagt, die Lecksuchgeräte, egal, ich muss ganz sagen, egal welchen Hersteller ich bis jetzt ausprobiert habe, jeder funktioniert, jeder hat seine Vor- und seine Nachteile durch die Bank. Es ist in eurem Interesse nur, welches Kältemittel, wie sensibel, wie genau steht sie auf Batterien. Der ist zum Beispiel batterienbetrieben, der ist akkubetrieben. Das sind eure Vorlieben und probiert die Lecksuchgeräte vielleicht vorher in der Firma oder sowas Richtung aus, bevor sie zum Kunden geht und keinen Plan habt, wie das Ding eigentlich reagiert. Und dann werdet ihr auch happy damit sein, wenn ihr euch die richtigen Grundsätze einfach einhaltet, wie Sauberkeit. Das haben wir wieder bei der Sauberkeit, bei der Arbeit. Alles putzen vorher, reinigen. Dann braucht ihr kein Lecksuchspray mehr. Ihr braucht eigentlich meistens kein, was sehe ich auf die Serviceberichte immer wieder, also wirklich permanent ist, keine Undichtheit gefunden, Anlage muss aufgedrückt werden. Keine Undichtheit gefunden, Anlage muss ausgedrückt werden. Die Dinger finden 5 Gramm pro Jahr. Ja. Stickstoff hat eine wesentlich grobere molekulare Struktur, ja, als wie unser Kältemittel. Das heißt, das Kältemittel geht eigentlich leichter aus als normalerweise der Stickstoff. Ja. Nur weil ich einen höheren Druck reinwerfe, heißt noch lange nicht, dass ich es dann finde, weil dann muss ich mit Lecksuchspray suchen und der hat eine Leckratenerkennung von 100 oder 200 Gramm. Ja, es gibt auch welche, die finden 30, 40 Gramm, aber da ist die Leckrate schon wieder ganz höher. Das heißt, wenn ich es mit dem Lecksuchgerät nicht finde, dann ist es auf einer Stelle, wo ich nicht hinkomme, dann nehme ich einen Stickstoffwasserstoff und hoffe, das damit zu finden. Ansonsten, ganz ehrlich, und ich suche wirklich viel Lecks. Ich habe sehr viele Undichtheiten auf den Anlagen und ich finde eigentlich jede, bis auf diese 5%, wo ich den Stickstoffwasserstoff dann brauche und gut ist. Stickstoffwasserstoff wird in den nächsten Videos kommen, wie man das richtig verwendet. In diesem Sinne, Leute, das war's eigentlich. Relativ kurz und bündig, würde ich mal sagen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Vergesst nicht, mich zu abonnieren. Instagram noch immer da. Und im Endeffekt, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Macht es gut. Ciao, ciao.